Hier hat also der Vorarbeiter Muck seine Freunde eingesperrt. Oh! Magie verseuchter. Au! The pain! The freaking pain! Moment, der Kerl hat uns jetzt noch nicht gesehen. Wollen wir mal so ein bisschen vorspähen? Stufe 23 tatsächlich. Also lag ich wohl ganz richtig mit der Annahme. Magie verseuchtes Fleisch. Warum bin ich schon mit Level 12 hier drin? Kann mir das irgendwer sagen? So, komm her. Ah, wow. Oh nein, ihr seid infiziert mit Magievergiftung. Nein, eure Stärke wird entzogen. Ah, Kacke. Ist das eine Krankheit? Oh, das ist nicht gut. Jawohl. Oh, nein, 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 nein. Überhaupt und ganz und gar nicht einladend. Oh, jetzt können wir testen. Hab ich... Nein, ich habe keinen Hackbraten. Verdammt. Erstmal mit der Eispranke ein bisschen mehr tragen können. Oh, verdammt. Wir können gleich mal gucken, ob wir irgendwelche Lebensheilungstränke uns irgendwie basteln können. Genesungstränke, habe ich mir die gemacht? Nein, oder? Trank der Mondknolle, den haben wir gratis bekommen. Haben wir sonst noch irgendwelche anderen? Morgenluft, Morgenluft, nee. Nein, haben wir nicht. Oh Gott, ich dachte, wir hätten noch einen zur Sicherheit gehabt, aber ich glaube, den haben wir irgendein andermal getrunken. Ja gut, dann... Okay, jetzt aber ein ganz kurzer Test, meine Freunde. Wir müssen uns echt hier vorbereiten. Das ist nicht mehr lustig. 3 Punkte für 6 Sekunden, das ist gar nichts. Oh Gott. Oh, schon ein Alchemie-Level. Gut. Na, das steigt echt schnell. Wir haben schon 3 Punkte bekommen. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann gehört Alchemie zu Intelligenz. Das heißt, wenn wir Alchemie skillen, können wir gleichzeitig Intelligenz auch hochbekommen. Jawohl, Hauptattribut Intelligenz. Das heißt, wenn wir jetzt Alchemie hochtrainieren, dann können wir neben dem normalen Zaubern vollheilen, auf jeden Fall vollheilen. So, wenn wir uns nämlich jetzt hier... Ihr wisst doch, was ich hinaus will. Ich bin so unglaublich nervös wegen der Schwierigkeit dieses Bereichs. Gott. Und die Leute haben mir schon gesagt, boah, Stone, ich bin echt gespannt, wie zur Hölle du in dieser Hölle zurechtfinden wirst. Dich zurechtfinden wirst. Und verdammt nochmal, sie haben recht gehabt. Mit ihrem kleinen Teaser, dass das hier schwer wird. Irgendein fernes Knarren. Geh weg! Gut, er ist gelähmt, er ist gelähmt. Oh, Scheiße! Finger weg! Oh, shit! Okay. Diesmal zum Glück nicht angesteckt worden, aber guckt euch mein... Nein! Er hat mich angesteckt! Hitte. Hat er das? Magiesturmhaltung? Nein, hat er nicht.
Ach nein, ich habe nur gerade eben was aufgehoben. Ah, oh, gut. Ich dachte schon. Was zum Teufel? Ach, wir können... Klar. Wir haben ja vorher einen Stab eingesammelt. Ich glaube echt, diese Höhle ist vom Level her ein ganz anderes Kaliber im Vergleich dazu, wo wir bisher waren. Das ist überhaupt nicht mehr einfach. Die Gegner machen so massig viel Schaden. Einerseits liebe ich natürlich eine Herausforderung, aber das entspannte Erkunden mag ich auch eigentlich. Falls wir jetzt demnächst endlich mal wieder einen Schleichangriff bekommen sollten, bis jetzt ist ja echt tote Hose damit, weil die Gegner uns immer zuerst sehen. Oh. Gott, oh Gott. Shit! Vergiss es, ey. Schleichangriffe. Oh Gott! Chill, chill. Ah. Hit and Run ist hier benötigt. Verdammt nochmal benötigt. Reue Temp. Oh, Templars. Oh, wow. 4 Schutz. Nice. Ich glaube, wir müssen wieder was wegschmeißen. 120 Münzen ist das wert. Ganz schön ordentlich. Ich habe ziemlich viele Silberbögen mittlerweile eingesammelt. Ach, wisst ihr was? Oh, das Silberkurzschwert lohnt sich viel weniger. Hauen wir mal das raus. Nehmen wir mal schon mal das hier mit. Okay, geht locker. Ist mein Schild vom Rottenmeister Shed? Jawohl, oder? Festigen Stärke 2 Punkte. Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt dadurch den schönen, vollen, fetten Bonus. Ja. Der sieht hässlich aus, der Schild. Gold, ja, so schön. 2 Punkte Stärke, und was bringt mir das sonst noch so? Nochmal 3 Stärke, also insgesamt 5 Stärke und 3 Konstitution, also. Das ist mir dann schon ein bisschen lieber. Oh. Oh Gott, ich kann echt nicht schleichen in diesem Spiel. Zum Glück kann man bei Zombies so gutes Hit and Run machen. Weil sie immer stehen bleiben. Und in diese Siffe will ich auf keinen Fall treten. Oh, scheiße. Ah. Oh! Komm schon! Gott! Leute, hatte ich gerade Panik gehabt! Ich habe zufällig die Feststelltaste betätigt, also die... Verdammt, zu schwer belastet. Also sprich die Caps Lock-Taste, und dadurch habe ich gerade eben, wenn ich Shift gedrückt habe, habe ich mich nicht schneller, sondern langsamer bewegt. Oh mein Gott, hat mich das gerade eben verwirrt. Wisst ihr was, schmeißen wir einfach hier die Retorten weg und so. Obwohl, das hat so einen hohen Wert. Ich glaube, der Wert der Items sollte jetzt das geringste sein, was mich beschäftigt. Fangen wir an, einfach die Silberbögen rauszuschmeißen. Ja, egal. Die Stäbe bringen mich eigentlich noch weniger. Die machen nur noch 20 Schaden. Die kann ich eigentlich schon lange wegschmeißen. Wisst ihr was? Die hauen wir alle raus. Habe ich die weggeworfen? Achso. Sind hinter mir gelandet, of course. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Jesus, gar nicht mal so lange. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und für die Leute, die es bemerkt haben vorhin, ja, ich hab... Au! Ja, ich bekomme wirklich Schaden. Vielleicht gucken wir nochmal kurz, was mein Achievement gerade eben war. Feuertanz.
Für die überlebte Berührung mit Lava. Ach, das ist Lava. Ah. Yes. Okay, kommt nicht noch einer. Nach jeder Begegnung speichern. Ich glaube, es war aber nicht beabsichtigt von den Nerim-Machern, dass das Tier tatsächlich Lava ist. Also als Lava gezählt wird. Weil es macht bestimmt nicht so viel Schaden, wie Lava eigentlich machen würde. Zähne. Nee, das brauchen wir nicht. Es ist noch nicht Zeit für die dritten. Wieso loote ich die eigentlich immer? Die haben eh nie was. Sprach er und übersah das einzige Skelett, was etwas Brauchbares haben könnte. Ach Gott. Muss ich hier tauchen? Wollt ihr mich... Oh nein, ich muss hier tauchen. Das ist nicht euer Ernst. Da ist eigentlich nichts, aber das sieht hier so aus, als ob da unten eine Kiste wäre oder sowas. Ja. Gott. Gott. Heftig, man sieht ja gar nichts da unten. Krass. Oh, für die Leute von euch, die es noch nicht wissen, okay, ihr könnt es eigentlich noch gar nicht wissen, weil ich das gerade eben diese Aufnahmesession frisch installiert habe. Ich habe mir den Nerim Water Mod installiert. Könnte also sein, und ich habe übrigens die ganze Aufnahme lang noch kein einziges Mal richtig gespeichert, könnte also sein, dass die Anzeige der Unterwasserwelt hier bei Lava bei mir verbuggt ist. Und deswegen funktioniert vielleicht nur mit normalem Wasser, richtig? Und hier jetzt gerade nicht. So. Das hat verdammt nochmal gar keinen Schaden gemacht. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit zu springen, Mann? Hat der gerade eben auch Schaden bekommen? Von dem verseuchten Boden? Oder war das noch der Feuerpfeil von mir, der Schaden über Zeit gemacht hat? Also ich muss echt sagen, die Macher von Nerim wissen, wie man knallhart Spannung aufbaut. Und ich bin so froh, wenn wir wieder hier raus sind. Ich bin so verdammt froh, wenn wir diese Höhle verlassen. Aber wie zum Teufel ist das hier geschehen? Wie kann das passiert sein? Woher kam die Magieverseuchung? Haben die einfach vielleicht nur zu tief gegraben und dann sind die irgendwann auf diese Quellen gestoßen, die sie dann verseucht hat? Oder haben sie sich hier einen waschechten Fluch eingehandelt? Oh, nein, 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 nein! Weg, weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Hier wollte ich jetzt gerade nicht mehr mit, wie heißt's, gemischt mit Nahkampf und Zaubern kämpfen. Oh. Gott. Weil ich am Anfang so viele Schläge gemacht habe, dass ich keine Ausdauer mehr hatte und das hätte meine Zauber vollkommen ineffektiv gemacht. Oh. Okay. Das Level steigen wir gleich auf.
Ein Umschlag. Ein Umschlag. Was könnte da drin stehen? Nichts. Oh mein Gott. Drei Umschläge haben wir schon. Ein Pergamentstück. Was könnte da... Okay, lassen wir das. Bevor wir weiterlaufen, auf jeden Fall jetzt schon die Stufe aufsteigen. Ich will hier keine Zeit verschwenden. So, Intelligenz, Stärke und Konstitution. Ich brauche verdammt nochmal mehr Leben. So, dann sind wir schon mal auf ganz gesunde 60er-Werte gekommen. Und ich habe wirklich allen Ernstes eine Weile lang gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen zu ineffizient leveln und dass wir vielleicht irgendwie, vielleicht hole ich da nicht alles, oh Gott, nicht alles raus, aber die Monster hier sind 20 Stufen, das wär's noch, 10 Stufen höher als ich. Ich kann mir auch wirklich gut denken, dass wir hier schon mehrere Nerim-Zeichen verpasst haben. Bei so einer epischen Höhle, die so groß ist, gab es bestimmt so einiges mehr versteckt. Gerade noch kurz gucken, bevor wir weitergehen, ob wir auch nichts in den dunklen Seitengassen verpassen. Das Eisenerz müssen wir auch abbauen. Mit unseren verschmutzten Fingern in dieser tiefdunklen Höhle. Wir müssen die Ressourcen abbauen, damit wir unser Überleben in Zukunft sichern können. Werden wir hier schon das Ende der Höhle finden? Wer weiß. Aber das ist kein Freund. Das war wirklich kein Freund. Wer bist du? Dimor. Auch einer der ursprünglichen Arbeiter. Wieso hat ihn nicht die Seuche eingeholt? Oder der Fluch, was auch immer das sein mag. Wir konnten die verseuchten Schächte durchqueren. Das Wasser hier unten scheint giftig zu sein. Oslian nahm die Waffe an sich, die in der Schmiede zu finden war. In diesem Moment begann sich hier unten alles zu bewegen. Von der Waffe geht eine magische Aura aus. Man fühlt sich in ihrer Gegenwart so eingeschüchtert. Oslian ging nach oben. Er wird die Waffe zum Fürsten bringen und Verstärkung anfordern. Ach du Kacke. Hier unten gibt es also eine Schmiede und dort lag eine Waffe. Als er die Waffe an sich nahm, begann alles sich zu bewegen. Auf der Waffe liegt wahrscheinlich irgendein Fluch. Oslian scheint hier unten eine Waffe gefunden zu haben, die eine magische Verbindung zu den Wesen hat. Um welche Waffe mag es sich hier bloß handeln? Entweder die Waffe ist verflucht... Oder die Waffe vergibt vielleicht Kontrolle über die ganzen Wesen. Da aber Oslian flüchten musste, zweifle ich daran doch sehr stark, dass es ihm die Kontrolle gegeben hat. Aber jetzt hat er die verfluchte Waffe in die Stadt mitgenommen. Was ist das? Was auch immer es ist, es scheint keinen Kopf zu haben.